Mi wuntjes mol selber wo Nico. Auch daheim, aber eine saubere Wohnung. Wir haben eben schon mal angeschaut mit den Brüdern. Und ja, das wäre eine gute Sache. Der Artikel 19 sagt, man soll können selbstbestimmt wohnen heißt nicht per se, dass man irgendwo allein oder voraus, also mit einer WG muss wohnen. Es kann auch selbstbestimmt wohnen heißt auch irgendwo in einer Institution, aber es müssen Voraussetzungen getroffen werden, dass sich der Mensch mit einer Behinderung kann selbstbestimmt entscheiden, wie und mit wem und wo, dass er möchte leben und dass er möchte wohnen. Ja, die Wohnschule ist eigentlich ein Kursangebot, kann man sagen, für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Und wenn man es genau will, noch Autismus-Spektrum-Störungen können auch kommen oder auch Leute mit Hirnschädigung, einfach wohl entsprechendes Handicap haben, im ganzen Thema Verarbeitung und Aufnahme von Informationen. Das Kursangebot dauert 2 Jahre und wir haben in diesem Kurs 10 fixe Themen, Modul, sagen wir denen, wo es eigentlich um lebenspraktische Fähigkeiten geht. Also, damit sind wir eigentlich schon beim Ziel. Das Ziel von dem ganzen Kurs ist Ausbau von der Selbstständigkeit im Thema Wohnen, aber eigentlich auch in allen Bereichen vom Leben. Das Angebot unterteilt sich einerseits in einen theoretischen Teil, halben Tag Schule, und zum Zweiten in einen praktischen Teil, wo sie das, was sie lernen in der Schule, zu den verschiedenen Themen probieren zu vertiefen, individualisieren, umsetzen. Themen sind 10 Module, sagen wir denen, die jedes 2 Monate dauern. Es geht um lebenspraktische Themen wie Haushalt und Sicherheit, Freizeitgestaltung. Es geht aber auch um Themen wie ich und die anderen, ums Zusammenleben, um Sexualität, um das Thema Medien. Also, da wird eine grosse Spannbreite von Themen abdeckt. Mir gefällt es riesig gut. Ich würde es wieder machen. Und ja, da lernst du auch viel. So kochen, waschen. Ja, eine Wäschemaschine oder Herd richtig funktioniert, ja. 40 Grad, 60 Grad. Ja, Buntwäsche. Und ja. Und ja, aber das Aufhängen habe ich auch gelernt, aber das mache ich gar nicht gerne. Also eine Wohnschule ist wieder so ein Prozessunterstützung. Erstens für die Fähigkeiten führen zu holen von dem, der dann selber wohnen will, oder irgendwo anders wohnen oder mal eine andere Zukunft für sich noch vorstellt, als jetzt den 50 Jahre in der Institution zu bleiben. Aber auch eine Wohnschule ist so ein Prozess für das Umfeld. Sie sehen, ah, das sind die Schritte, sie sehen, das funktioniert schon gut und können so Sicherheit über. Und können dann wahrscheinlich, wenn das dann abgeschlossen ist oder wenn es quasi einen Übergang gibt, wirklich mal in einen Versuch von selber können zu wohnen, können dann wie besser loslassen.